Willkommen bei Darts and Gear. Heute habe ich einen etwas provokanten Titel gewählt, denn es gibt viel Werbebabla und einiges, das scheinbar bewusst nicht angesprochen wird. Dieses Bild bekomme ich zumindest, wenn ich auf den ersten Blick sehe, wie schnell das Tor Löcher zeigt, Sisal rauskommt, Verfärbungen bekommt im hellen Bereich und nicht nur von Winmore inspiriert ist, sondern auch ein Patent verletzt. Darauf möchte ich in diesem Video eingehen und am Ende auch begründen, warum ein Winmore Blade 6 in Qualität und Haltbarkeit von niemandem getoppt werden kann. Vorweg einmal zur Einordnung für euch und ebenso zur rechtlichen Absicherung. Ich äußere hier frei meine persönliche Meinung und gebe eine Einschätzung aufgrund meiner eigenen Erfahrungen und Testdaten mit Boards unterschiedlicher Preisklasse, vergleichend zu den Bildern einiger veröffentlichter YouTube-Reviews. Alle Quellen sind in der Videobeschreibung natürlich namentlich genannt und auch verlinkt. Und ja, ich muss diesen Disclaimer raushauen, da man diesen Kanal schon dreimal abmahnen wollte. Zweimal, um mir die Meinungsfreiheit zu verbieten und einmal... Na gut, das war warme Luft mit 180 Grad Wende. Aber ja, ja, so läuft's manchmal hinter den YouTube-Kulissen. Und wie ihr seht, mache ich hier weiterhin meine Videos und auch mein Ding. Insbesondere bei Kritik, und die darf man sachlich üben, gebe ich Beispiele und sage auch, wie ich darauf komme oder was ich mir stattdessen wünschen würde. Und bevor es gleich mit dem Target-Tour-Dartboard weitergeht, einmal zum Sponsor des heutigen Videos. Und das ist dartsbazaar.de. Der aufsteigende Marktplatz von Dartern für Darter. Mit vielen angebundenen Shops, geilen Angeboten, wunderbar vergleichbar und Gebrauchtmarkt. Und an dieser Stelle dann auch gleich nochmal ein Tipp. Wer Bock auf Überraschung und ein bisschen Spaß hat, da gibt es jetzt den D-Puls Adventskalender zu bestellen. Wie ihr wisst, im letzten Jahr habe ich mich sehr mit der Thematik auseinandergesetzt, alle Adventskalender im Darts-Bereich getestet und D-Puls war für mich der überzeugendste. Unter anderem deshalb, weil es hier auf 24 Türchen nicht einen einzigen Brass Dart gibt. Angebote und Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's los mit dem Target Tor. Zunächst einmal habe ich es wirklich noch nie erlebt, dass man ein Dartboard launcht, das ganz groß ankündigt, aber es gar nicht verfügbar ist. Heute bezahlen und in zwei, also gut jetzt anderthalb Monaten erhalten. Aus welchem Grund? Denn offenbar ist es ja doch verfügbar. Oder woher kommen die Boards für die Senior Series, wo wir es überall im Fernsehen sehen? Oder eben auch die Reviews, die gerade wie Pilze aus dem Boden schießen? Es gibt also Stückzahlen. Dennoch sollst du als Endkunde heute schon dein Geld ausgeben. Vielleicht damit du in der Zeit jetzt nicht auf die Idee kommst, dir ein direkt verfügbares Winmore Board oder gar die neu vorgestellten Boards Shot Bandit oder Bulls Advantage zum Beispiel zu holen. Finde ich auf jeden Fall schon mal etwas eigenartig im Marketing. Punkt 2. Optik ist natürlich immer so ein individuelles Ding. Vielen hat ja gerade die Optik des Target Esper gefallen, weil es so einen kleinen anderen Zahlenring gab und halt schöne kleine symmetrische Logos. Und Fakt ist, beim Tor gibt es jetzt mehr Logos und größere Logos und nach wie vor den gleichen Zahlenring vom Asper. Für mich persönlich ist das so nix und kommt mir auch ein bisschen wie eine Litfaßsäule vor. Vorne fünfmal groß Target drauf und im Randbereich auch nochmal viermal. Steht also neunmal Target drauf. Von den Farben, von der Optik, okay, erstmal schön. Das Sisal schön creme-beige Farben, das sieht erstmal gut aus. Das Rot aber auch eher so ein Orange im Licht und das Grün so ein bisschen Frosch oder helles Grasgrün. Denn gerade diese helleren Farbtöne waren bei einigen schon immer Kritikpunkte. Unter anderem ja auch bei dem Shot Bandit Generation 3. Geht aber keiner drauf ein. Aber gut, mein persönliches Ding ist eher ein Dartboard wie dieses. Schön, clean und definitiv guten Fokus auf die Spielfläche. Punkt 3. Na, bei wem hat man sich denn da was abgeguckt? Es ist ja offensichtlich und nur einer spricht's an. Okay, draw a box. Na gut, das war ein Versprecher, obwohl es der Wahrheit entspricht. Das Rotalock-System zur Fixierung eines Dartboards ist von Winmore patentiert, das läuft sogar noch bis nächstes Jahr, und Target kopiert es und nennt es. Kann jeder sehr gerne beim Deutschen Patent- und Markenamt nachlesen, Link dazu ist ebenso unten in der Videobeschreibung. Aber das ist wirklich gleich offensichtlich. Jeder, der mal ein Blade 6 Triple Core aufgehangen hat, wird sich beim Anblick vom Tor sofort sagen, Moment mal, so eine rückseitige Folie, das hat doch auch das Triple Core Carbon. Und diese Fixierschrauben und auch die Mittelschraube mit diesem Kragen, das war doch immer das typische Merkmal der Mittelschraube von Winmore Dartboards. Ja, richtig.
Auch das kann womöglich ein Grund sein, warum das Tor-Dartboard keine PDC-Zertifizierung erhalten hat. Logomania, Patente nicht beachtet und in der Qualität vermutlich auch nicht, was man da so erwartet. Punkt 4, und damit komme ich zu dem wichtigsten Punkt überhaupt, weil Optik ist schön und gut, aber Qualität und Haltbarkeit, darauf kommt es ja bei einem Dartboard wirklich an. Und genau das gewichte ich in meinen eigenen Reviews immer am höchsten. Denn wenn ich 80 Euro für ein Dartboard der gehobenen Preisklasse ausgebe, dann erwarte ich auch tatsächlich eine bessere Qualität als bei einem Dartboard für 40 bis 60 Euro. Und genau hier haben mich verschiedene Videos so ein bisschen stutzig gemacht. Zum einen, Darren vom Darts Review Channel hat erwähnt, dass sein Dartboard-Package bereits geöffnet wurde und da einer mit einem Tesafilmstreifen drüber ging. Also gut, da hat jemand einfach mal das Ding geöffnet und kurz geschaut, ob das auch wirklich ein vernünftiges Dartboard ist. Bei den Seniors, das ist klar, werden vor jedem Match die entsprechenden Dartboards getauscht. Und auch da kannst du sicher sein, wenn jemand wie Target sein Dartboard präsentieren möchte, dann werden die auch optisch vorselektiert. Ist auch okay, du willst ja erstmal einen guten ersten Eindruck hinterlassen. Und genau das tut's ja bei den Reviews. Nach dem Auspacken, erster Eindruck, optisch, sieht top aus. This tour looks pristine. Dass da mal irgendwo eine kleine Macke drin ist oder ein bisschen unreiner Fleck oder auch mal das Bull ein bisschen out of center, kann bei Naturmaterial vorkommen. Nichts Dramatisches. Aber hier geht es ja jetzt nicht um die Optik, sondern wirklich um Qualität und Haltbarkeit. Und die zeigt sich letzten Endes beim Bespielen. Und hier fand ich bei Neil und Darty Bosti so zwei, drei Sachen recht aufschlussreich. Sounds alright. Doesn't sound like it's thudding too much. But yeah, it's definitely a softer sisal because the Asper was a very hard board. This is not a hard board, thankfully. So it should heal pretty much quick. Oh, look at that. A 125. Be nice to get a 180 on the board, but I know I won't. Anywhere near it, I'm crap. Right, last throw. Oh, big 26, we'll leave it at that. Right, be close up with what I've just thrown so far. Now, they lot doesn't really. Also Neil wirft hier 5 Aufnahmen, gerade einmal 15 Darts auf das nagelneue Tor Dartboard. Also ich kann fast jeden Dart an den noch offenen Löchern mitzählen. Ja klar, er spielt Points mit Board Grip. Warum auch nicht? Und jetzt guckt euch im Vergleich dazu die Verfärbungen in den hellen Bereichen bei Darting Posty an und was er zur Verwendung der Points für den Rest des Videos sagt. The Chrono Point has just pulled out a fiber. So here we go, there is a fiber there, caused by the Chrono Point. Rub it there. Still a little one there. Oh, there we are. Completely gone, but I am not playing with the Chrono Point anymore. Also in kurz, er lässt es mit diesen Board Grip Spitzen lieber sein, denn sonst ziehen die direkt Sisal raus. Nun weiß ich natürlich nicht, dass vielleicht einfach nur eine Selektion an kurzen Szenen ist aus dem Videoschnitt. Aber es ist ja zu sehen, was zu sehen ist. Und wie würdet ihr denn jetzt die Qualität nach diesen Ausschnitten selber bewerten? Und guckt euch für den Gesamteindruck auf jeden Fall und sehr gerne natürlich die ausführlichen Reviews der verlinkten Videos an. Ich habe jedenfalls den Eindruck bekommen, es gibt nicht so dolle Qualität für vielleicht ein bisschen zu hohen Preis. Was für mich aktuell auch ins Bild mit den Erfahrungen jetzt mit dem Shot Bandit Generation 4 wie auch mit dem Bulls Advantage 701 passt. Weichere, aber eben auch eher anfälligere Dartboards, so wie du mal ein bisschen Spitzen mit Grip einsetzt. Und der Grund für mich ist folgender. Eigentlich zwei. Grund 1, und das ist jetzt meine Interpretation, auf diese Dartboards sollen Einsteiger oder Neuanfänger anspringen. Denn denen fehlt zum einen der Vergleich mit seit Jahren bespielten Boards. Die kennen auch noch nicht so die Marktpreise. Und sie spielen vor allem lange, lange Zeit Darts ohne Boardgrip. Denn ein Großteil aller Darts wird ja mit ganz normal glatten Points ausgeliefert.
Und denkt da mal an eure eigenen Anfänge. Wann habt ihr angefangen, Points rauszupressen und neue reinzupressen? Selbst mit Spitzenwechselsystem, wenn du jetzt bei Swisspoint wärst. Denn du hast ja erstmal einfach nur Spaß am Spiel, versuchst überhaupt die passenden Felder zu treffen, in engere Gruppen zu kommen. Und dann bist du auch eher mal am Ausloten vom Gewicht und Grip oder andere Barrel auszuprobieren, als jetzt zum Beispiel das Setup schon zu optimieren. Und Grund 2? Und hier komme ich auf meinen Titel Schlechtere Qualität zum höheren Preis zurück. Target schreibt sowas wie 215er NDG Sisal, also Sisal aus Madagaskar, einer Insel vor Ostafrika und tatsächlich einer der Sisal-Exportländer, die aber seit Jahren sehr rückläufig sind und insbesondere in 2023, 2024 schlechterer Qualität. Und das kann man faktisch nachlesen. Da Sisal weltweit gehandelt wird, gibt es Banken wie auch Wirtschaftsberichte. So ist zum Beispiel in einem Marktbericht der Wilhelm G. Claesen Bank zu lesen, dass 80% der Bevölkerung Madagaskars in extremer Armut leben. Klimaschocks wie intensivere Wirbelstürme und längere Dürren sind einer der Hauptgründe für Hunger und Armut in dem Land. Und weiter unten ist zu lesen, leider hat sich die Sisalproduktion nicht verbessert. Die Produktionsmengen sind seit Jahren rückläufig. Zwei Produzenten sind seit einiger Zeit aus der Produktion ausgestiegen. Ein weiterer Hersteller hat die Produktion Ende letzten Jahres vorübergehend eingestellt. Derzeit gibt es nur noch eine Plantage, die die Produktion aufrechterhält. Zusammenfassend zur Marktsituation. Die starken Wetterschwankungen des letzten Jahres in Ostafrika haben sich auf die Qualität ausgewirkt. Vor allem in den trockenen Monaten waren viele Erzeuger gezwungen, die Qualitäten herabzustufen. Madagaskar ist einfach ein sehr kleines und ziemlich gebeuteltes Land bei den Sisal-Exporten. In 2023 waren es insgesamt 5200 Tonnen. Und das meiste davon geht nach China, wo Target seine Darts wie auch die Boards fertigen lässt. Das Ding mit dem Weltmarkt von Sisal und Asien ist, und auch das ist bei der WBC nachzulesen, geringe Sisal-Produktion, dazu in schlechterer Qualität, da wird kaum was für bezahlt. So kann man aber günstig Massenware produzieren und, naja, schaut, was das Tor kostet, es mit sehr guten Gewinnmargen verkaufen. Also wenn ich das jetzt mal in dem größeren Kontext alles zusammenbringe, dann frage ich mich wirklich, welche Aussagekraft hat jetzt ein 215 MDG Premium Graded Madagascan Sisal with Remarkable Self-Healing Properties? Also so bemerkenswert selbstheilend kommt mir das nach den aktuellen Videos nicht vor. Und ich würde zum Abschluss dieses Videos jetzt gerne einmal spekulieren, bevor ich das Tor dann selber mit der Verfügbarkeit für alle im Laden auch teste. Und da ist ja schon klar, es kostet so viel wie ein Blade 6 Dual Core, wird aber weder von der Spinne noch vom Sisal her qualitativ besser sein können als ein Winmore Board, meiner Meinung nach. Und natürlich interessieren mich ganz besonders jetzt auch eure Meinungen. Ich freue mich auf das Board, neues Spielzeug ist eh immer cool, aber aktuell gibt es da wirklich ein sehr, sehr gemischtes Stimmungsbild. Ich verstehe auch, dass ein Händler natürlich seine Ware anpreisen muss. Du lebst am Ende ja vom Verkauf. Aber was ich mir hier und da selber gewünscht hätte, wäre wirklich mal so ein Hinweis, dass man sagt, okay, das kennt man schon vom Winmore Board, ist jetzt aber bei Target ähnlich übernommen, irgendwas in der Richtung. Denn wäre es ja sachlich, aber ebenso objektiv und neutral. Ich bin gespannt, wenn es dann verfügbar ist, wie das Marktfeedback allgemein so ausfällt und freue mich ehrlich gesagt weiterhin drauf, vor allen Dingen auf den dann wirklich ausführlichen Test. Und damit wünsche ich euch viel Spaß bei allem, was ihr macht. Lasst gerne einen Kommentar da, wenn euch danach ist. Und wenn es Fragen gibt, beantworte ich die natürlich auch sehr gern. In diesem Sinne, danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, good darts, euer Oliver.